Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Pauluskirche. Mit seinen Seligpreisungen hat uns Jesus eine großartige Verheißung gegeben. Die ist aktueller denn je. Wir haben die Seligpreisungen als Psalmgebet im Gesangbuch bei der Nummer 760. Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Mein Gott, dein ist die Zeit, alle unsere Stunden, unsere Tage, unser Lob und unsere Klage. Dein ist die Zeit, unser Suchen, unser Finden, unser Streit, unser Versöhnen, dein ist die Zeit. Auch diese Zeit, mein Gott, ist deine. Alles Hohe, alles Tiefe, alle Nähe, alle Ferne, unsere Zweifel, unsere Hoffnung. Dein ist die Zeit, mein Gott, und alles Leben kommt aus deiner Hand, auch diese Sommerzeit, an der wir uns freuen können. Dein ist die Zeit. Beten wir in der Stille, miteinander und füreinander. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Thank you.
Matthäusevangelium, Kapitel 11, ab Vers 25, Predigttext für den heutigen Sonntag. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was denken Sie, was denkt ihr denn, wenn wir uns eines Tages mal erinnern an diese ersten Monate im Jahr 2020? Was für Bilder, welche Gefühle werden da in uns auftauchen? Leere Straßen, Ämter, Schulen, Kitas geschlossen? Eine Trauerfeier im ganz kleinen Kreis, nur am Grab? Vorsichtige erste Gottesdienste wieder, ohne Singen, mit Mundschutz. Oder das Gefühl, ziemlich ohnmächtig und ausgeliefert zu sein, das war für viele ganz was Neues. Unsere selbstverständlich scheinende Sicherheit, unsere Freiheiten, einfach gekappt. Angst und Ungewissheit, was kommt da auf uns zu? Ja, was wird uns bleiben aus diesen 3 Monaten Lockdown? Ein erleichtertes Aufatmen? Wir sind nochmal davongekommen. Bei uns ist es nicht so schlimm geworden wie in Bergamo, New York oder Brasilien. Vielleicht auch eine einfache, schlichte Dankbarkeit. Wie gut, dass wir gehen und stehen, essen und trinken können, ein Dach über dem Kopf haben. Vielleicht auch die Erkenntnis, es ist sehr wenig, was du wirklich brauchst. Menschen, die dich lieben, die dir vertrauen, die dich ertragen und mittragen. Ja, nichts kann echte Begegnungen und Beziehungen ersetzen. Wie glücklich, wer eine Familie hat, die zusammenhält, oder ein soziales Netz, das einen auffängt. Eine Dichterin sagt das ganz einfach so: Man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Und da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch Last abnehmen, ich will euch ausruhen lassen. Ah, wie gut tut das! Was für eine Erleichterung, solche Worte. Die wirken ja wie eine Umarmung, wie weit geöffnete Arme, die einen liebevoll auffangen. Und noch mehr. Vertraut euch mir an, sagt Jesus, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann findet ihr Ruhe für euer Leben. So einfach soll das sein? So einfach? Ja, viele Worte brauchen wir nicht. Manchmal ist es eine kleine Geste, die alles verändert. Und so eine innere Haltung. Man kann dieses alte Wort demütig auch so übersetzen: Ich sehe auf keinen herunter. Und das ist aber wirklich herausfordernd. Das heißt nämlich auch verzichten. Verzichten auf Macht, Überlegenheit, Stärke. Wer das hinbringt, vom hohen Ross des eigenen Egos runtersteigen, der erkennt im Gegenüber einfach den Menschen. Da ist eine oder einer mit der gleichen Würde und dem gleichen Lebensrecht wie du und ich. Und es ist ganz egal, ob sie oder er schlau ist oder reich, eingeschränkt oder arm, farbig oder jung, begabt, alt, krank, schön, leistungsfähig oder hilfsbedürftig oder Kind, Frau, Mann. Da ist ein Mensch wie du und ich, geliebtes Kind Gottes.
Derzeit findet ja eine fast vergessene Geste der Demut weltweit wieder viele Nachahmer. Sie knien nieder. Das eine Bein angewinkelt, mit dem anderen knien sie am Boden. Sie lassen damit ganz einfach, ganz eindrücklich ihre Körper sprechen, nehmen damit eine Haltung ein, aus der man auf niemanden runtersehen kann. Und so protestieren sie gegen Brutalität und Polizeigewalt. Black Lives Matter. Drei Worte bloß, aber wie stark sind die? Die stehen für die ganze Empörung darüber, was unzählige Menschen, die nicht weiß sind, tagtäglich durch Rassismus und durch Diskriminierung erleben. Entschlossen knien sie hin und senken dabei den Kopf. Ja, wer das aushält, der braucht eine gehörige Portion Mut dazu. Und das wirkt. Polizisten, manche in voller Montur und bewaffnet, übernehmen die Haltung, folgen dem Beispiel der Demonstrierenden, knien auch nieder. Da möchte ich laut Halleluja rufen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Jesus singt nicht das Lied der Mächtigen. Er preist die Weisheit Gottes. Und damit solidarisiert er sich mit der großen Mehrheit der Menschen, mit den vielen, mit den einfachen Leuten, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. No justice, no peace. Ich habe ein kleines Mädchen vor Augen, vielleicht 7 Jahre alt. Ein kurzes 15-Sekunden-Video zeigt, wie sie auf einer dieser Demonstrationen mitläuft und diese 4 Worte immer wieder ruft. No justice, no peace. Ohne Gerechtigkeit keinen Frieden. Diese kleine Person hat's verstanden. Die ist weiser und wahrhaftiger als mancher Erwachsene. Ja, es sind solche kleinen und doch starken Gesten, die was bewirken, die uns helfen, schwere Zeiten besser zu ertragen. In den vergangenen Wochen haben wir es ja erlebt, kleine, feine Gesten. Wie schön waren die ersten Frühlingsblumen, die die Nachbarin vor die Tür gestellt hat. Wie tröstlich die handgeschriebenen Zeilen der alten Freundin. Wie überraschend der Anruf. Wie solidarisch das Daheimbleiben der vielen. Ja, miteinander tragen wir die Lasten des Lebens, damit Bedrückendes tragbarer, erträglicher und leichter wird. Der Paulus, der hat das ganz ähnlich bei Jesus gelernt. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. Thank you.
nehmen wir unsere Zeit ins Gebet mit den Seligpreisungen Jesu. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht eure Wege in der Gewissheit, dass Gott mit euch ist. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Musik.